Egal ob spät am Abend oder früh am Morgen. An Niedersachsens Tankstellen ist immer was los. Damit es an der Zapfsäule nicht zum Stocken kommt, muss das Erdöl fließen. Das schlummert auch hier in Niedersachsen tief verborgen unter der Erde. Sie kennen sicherlich alle die legendären Pferdekopfpumpen, die in vielen Bereichen Niedersachsens zu sehen sind, die sich mal auf und nieder bewegen. Darunter befinden sich also unsere Erdölbohrungen. Die Erdölbohrungen sind im Bereich zwischen 500 und 1500 Metern, je nachdem, in welchem Bereich sie sich bewegen, im Westen oder im Osten. Christian Brüning ist Betriebsleiter des ExxonMobil-Werks in Barenburg im Landkreis Diepholz. Das Unternehmen fördert seit über 100 Jahren Erdöl in Niedersachsen und ist heute mit 4 Förderbetrieben Niedersachsens größter Erdölproduzent. Ein Rohstoff, der hier schon einige Millionen Jahre auf dem Buckel hat. Schauen Sie sich heute ein Moor an. In diesem Moor ist die erste Stufe der Erdölgenerierung im Grunde genommen. Dort sind Bäume abgestorben, da sind Tiere verstorben. Das Ganze bildet eine Torfschicht. Und im Laufe der Jahrmillionen von Jahren hebt sich oder senkt sich die Erdoberfläche. Dieses Moor sackt immer weiter ab. Es lagern sich Sedimente oben drüber. Das Ganze sackt immer weiter ab. Wie gesagt, wir reden über Millionen von Jahren. Und irgendwann kommt dieser Bereich in einen Temperatur- und Druckbereich, in dem aus diesen organischen Rückständen, also Pflanzen, abgestorbenen Tiere, sich Erdöl und Erdgas entwickelt. Und das befindet sich in sogenannten Lagerstätten, tief unter der Erde, wie auch hier auf einem Feld bei Steierberg. Diese Pumpenanlage wird gerade gewartet. Dadurch kommen wir hier besonders dicht an die Bohrung. Produktionsingenieurin Katharina Tomaszewski hat uns außerdem noch etwas mitgebracht. Im Prinzip ist das ein Teil aus der Lagerstätte. So sieht unsere Lagerstätte unten aus. Das ist poröses Gestein und das Erdöl oder auch Erdgas befindet sich nur in diesen winzig kleinen Poren, die man mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen kann, in diesem Gestein. Es ist also nicht so, dass wir unten eine Art Ölsee haben, der leer gefördert wird. In diesem Stein ist allerdings kein Erdöl mehr, sodass Katharina uns den ganz problemlos zeigen kann. Das Erdöl lagert also tief verborgen in Gesteinsschichten. Um es an die Erdoberfläche zu fördern, wird mit Bohrern mehrere hundert Meter tief in die Erde gebohrt, sowohl senkrecht als auch schräg. Ist die Lagerstätte angezapft, strömt das Erdöl durch einen starken Überdruck zunächst von selbst nach oben. Sinkt der Druck, helfen Pumpen nach. Rund 600.000 Tonnen Erdöl werden pro Jahr in Niedersachsen gefördert. Das, was oben ankommt, ist aber noch ein Öl-Wasser-Gemisch. Bis zum Rohöl fehlen also noch ein paar Schritte, dazu gleich mehr. Die heutige Fördertechnik gibt es erst seit den 1950er Jahren. Im niedersächsischen Wietze wird aber bereits im 16. und 17. Jahrhundert Erdöl gefördert. Heute findet man hier das Erdölmuseum. In dieser Zeit hat man natürlich überhaupt noch nicht über die Technik verfügt, nach Erdöl zu bohren, sondern man hat tatsächlich obertägige sogenannte Erdölausbisse ausgebeutet. Man hat also den in der Lüneburger Heide mit Öl vermengten Sand ausgewaschen, das Öl abgetrennt und dann eben als Schmierstoff vor allen Dingen in der näheren und weiteren Umgebung verkauft. Aber auch als Konservierungsmittel ist Erdöl damals beliebt. Im Gegensatz zu heute wird das Erdöl zu dieser Zeit ausschließlich in seiner Rohform verwendet und nicht weiter aufbereitet. Im Zuge der Industrialisierung wird Erdöl dann immer gefragter und wird zum Beispiel für die Herstellung von Asphalt oder als Leuchtöl genutzt. Auch die Technik entwickelt sich langsam weiter. Dann hat man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angefangen mit Bohrungen. Diese erste Bohrung war eine reine Handbohrung, die war natürlich wirklich auch kräftezehrend. Da gab es noch gar keinen Maschinenantrieb. Das Besondere, diese Bohrungen sind weltweit die ersten Versuche dieser Art. Ab 1890 kommt in Wietze dann auch die erste Dampfmaschine zum Einsatz. Doch die Arbeit bleibt schweißtreibend und schmutzig. Nicht selten läuft Öl über. Ja, und es gab eigentlich keine Schutzmaßnahmen, wie wir das heute kennen. Also die Leute kamen mit diesem Rohstoff auch tatsächlich in Berührung. Und es gab auch immer die Gefahr, dass irgendwas explodierte oder ein Brand tatsächlich entstand. Noch beschwerlicher wird die Arbeit mit der Eröffnung des ersten Ölschachtes im Jahr 1920. Nun wird sogenanntes Sickeröl auch unter Tage gefördert. Heute läuft die Erdölförderung unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Schutzanzug, Helm und Brille sind Pflicht. Und jede Bohrung wird von der Zentrale aus rund um die Uhr überwacht. Aber auch vor Ort wird regelmäßig nach den Pumpen geschaut.
Gerade kontrolliert Clara Rackemann die Messwerte. Sie ist mit ihren 22 Jahren die jüngste und auch einzige Frau, die bei ExxonMobil direkt auf dem Ölfeld arbeitet. Das ist ein Molch. Mit dem Molch kümmern wir uns darum, dass unser Leitungssystem frei bleibt. Wir haben in dem geförderten Medium, also ein Gemisch aus Salzwasser und Erdöl, noch gewisse andere Bestandteile, wie zum Beispiel Paraffin. Das ist das hier. Und das kann sich an den Leitungen ablagern. Und damit wir unsere Förderung kontinuierlich aufrechterhalten können, müssen wir das quasi rausspülen. Und das tut dieser Molch für uns. Vorsichtig gibt Clara den Molch in die Leitung und los geht's. Am Ende der Leitung kommt der Molch dann wieder heraus, und zwar hier am Betriebshof Barenburg. Das Öl-Wasser-Gemisch wird hier weiter aufbereitet, sodass am Ende nur noch das kostbare Erdöl übrig bleibt. Das hier ist jetzt im Endeffekt das Reinöl, was nach der Separation von unserem Fördermedium dann am Ende überbleibt. Also wir haben jetzt hier das Reinöl und hier haben wir die Probe von vorhin, wo man jetzt im Endeffekt sieht, dass wir das komplette Salzwasser, was wir hier unten noch gesehen haben, separiert haben und jetzt hier nur das Reinöl haben. In einem letzten Schritt wird das Reinöl in solche Waggons gepumpt, denn nun geht es für das Erdöl im Zug weiter zur Raffinerie nach Lingen. Dort wird es dann final aufbereitet, damit wir es am Ende auch nutzen können. Unser Erdöl ist ein wahres Multitalent. Es dient vor allem zur Erzeugung von Elektrizität und als Treibstoff für Flugzeuge, Schiffe und Autos. Aber es steckt auch in Kunststoffen, Farben, Medikamenten und Kosmetika. Damit ist Erdöl in unserem Alltag allgegenwärtig. Allein im letzten Jahr haben wir in Deutschland 96,2 Millionen Tonnen Erdöl verbraucht. Mit unserer heimischen Erdölförderung in Deutschland können wir aber gerade mal 2% dieses Bedarfs decken. Der Rest muss aus dem Ausland importiert werden. Doch die weltweiten Erdölvorräte sind begrenzt. Vor allem in den großen Industrienationen, zu denen auch Deutschland zählt, ist der Großteil des Erdölvorrates bereits aufgebraucht. Der Punkt naht, muss man wirklich sagen. Wir gehen davon aus, dass wir hier in Deutschland bei uns, immer abhängig natürlich sehr stark von dem Erdölpreis und der Akzeptanz in der Öffentlichkeit natürlich auch, noch die nächsten weiteren 20 Jahre bestimmt noch hier Erdöl fördern können. Das mag das eine oder andere Feld sein, welches dann nicht mehr wirtschaftlich ist, aber wir haben durchaus noch Felder, in denen sich das dann auch wirklich lohnt. Schon jetzt kommt es vor, dass das ein oder andere Feld aufgegeben werden muss, wie hier auch in Steierberg. Hier gibt die heutige Wartung, es kann nicht mehr wirtschaftlich gefördert werden. Es ist genau dieser Moment, der zeigt, wie kostbar der Rohstoff ist und verdeutlicht, dass wir uns langfristig nach Alternativen umschauen müssen, auch zum Erdöl made in Niedersachsen. Das war nur eine von ganz vielen Geschichten aus Niedersachsen und Bremen, die wir euch immer montags bis freitags um 18 Uhr in unserem Regionalmagazin zeigen. Noch mehr Highlights gibt's aber auch hier auf unserem YouTube-Kanal oder auf der Streaming-Plattform RTL+.